Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Gone mit dem Miezeplüsch. Hi. Wir werden jetzt gerade, nachdem wir letztes Mal hier ganz dezent eine Horde platt gemacht haben, aber wirklich spektakulär platt gemacht haben, und ich sehe hier gerade noch... Moment. Oh, ich will noch weiter weggehen. Ich will das wissen. Oh, das ist schön. Feuerwerk, happy new year. Also man hätte die Viecher auch anders beseitigen können, als ich es getan habe. Ja, das haben wir ja schon herausgefunden. Ja. Sollen wir ein paar Lautsprecher zerstören, ne? Ja, ein paar Lautsprecher. Du warst dran dabei, Kabel zu folgen. Jetzt, ja. Wieso gehst du jetzt wieder weg? Weil ich hier das neue mache. Ah, jetzt klar. Also da haben wir kein Kerosin. So, das Kabel haben wir. Da habe ich den Lautsprecher weg. Dann geht da einer hier hin. Dann da hinten lang. Aber einer geht auch da lang. Da hinten. Und ich sollte mich mal heilen, sehe ich gerade. Du solltest mir vielleicht auch gleich dein Moped reparieren. Mhm. So. Das ist ein einer, das ist ein einer, das ist ein einer. Okay, dann fängt das hier an. Weil irgendwo muss ein Generator stehen. So, der geht da rüber. Moment, da geht noch einer lang. Ja. Und der geht... Geht davon einer ab? Nö. Nee, der geht dann... Die beiden folgen dann dahin. Und das folgt dann darüber in darüber. Und dann hier hin. So, sehe ich hier ein paar Dinger hängen, diese Lautsprecher. Ich will hier keine Love Parade den haben. Den haben wir schon runtergeschossen? Den haben wir runtergeschossen, stimmt. Da ist noch einer. Ja, wir haben es geguckt, man kann die Dinger runterschießen. Oder schießen. Scheiße, ja, weil ja, ich scheiß die runter. Da ist, glaube ich, noch einer. Ja. Ist eine Lampe. Ist eine Lampe. Das ist Meisterlampe. So, dann geht das hier hin. Gut. Dann haben wir da hinten noch Verbindungen. Irgendwo muss ein Generator sein. Irgendwo rüber muss das Ding Strom kriegen. So, dann da. Dann da. Dann da. Das ist, glaube ich, wie ein Einzelner. Worüber werden die gespeist? Der ist kaputt. Der liegt hier. Rede ich hier gerade auf. Uah. Uah. Jetzt erst? Ja. Moment mal. Mann. Oh Gott. Jetzt weiß ich, warum. Guck mal lieber, wo wir da hinten lang gehen. Du verlierst immer das Ziel aus den Augen. Ja, aber hier ist ein Einzelner. Ich sehe aber keinen Generator. Jetzt hast du einen Teil mich übersehen. Genau da, der da hinten. Der nächste. Da ist auch kein Generator dran. Ne. Gut, weil dann ist der Generator in den Gebäude drin. Wie komme ich da rein? Wir hatten noch letztes Mal hatten wir ein Funkgerät gehabt oder so. Ja, das erzählt nur Storys. Ja, vielleicht ist da irgendwie eine Nachricht bei. Kein Strom. Ach, Scheiße. Kein Strom. Moment, die Strommasten hier, ne? Sind die verbunden mit den Strommasten? Die sind nicht verbunden. Wie du siehst. Ha. Nicht verbunden. Ha. Weil die anderen Aerocamps hatten immer irgendwo einen Generator stehen. Oh, die kann ich öffnen. Jetzt frage ich mich, wo dieser Generator sein könnte. Ups, und da fällt mir glatt das Ding aus dem Ohr. Da ausgewählt. Schnucki, hier ist ja gerade nichts, ne? Ne. Gib her. Okay, Kat will sich mal umgucken. Da kann ich mal was trinken. Her, Gott. Kannst du auch rennen? Ja, wenn du L3 reindrückst. Danke. Meinst du Roman zu? Das habe ich jetzt schon 10 Mal gesagt. Wie wäre es, wenn man sich mal hier hinstellen würde? Wenn man einfach mal reinguckt. Moment, was sind das? Guckt ihr mal, gedreht mal nach links? Oder rechts? Ah ne, bei dem waren wir.
Weil hier ist doch so ein seltsamer Weg, Straße. Und so weit ist es jetzt hier nicht. Blöd, dass man da noch nicht rüberspringen kann. Mit einem Motorrad. Das habe ich auch schon zehnmal vorgeschlagen. Ja, aber da kommst du ja, obwohl du von der Seite. Darf ich noch mal hin? Was sind das da hinten? Okay, hier gibt's jede Menge Loot. Benzin. So, ich weiß, dass diese Generatoren prinzipiell immer Benzin brauchen, ne? Mhm. Da hinten ist eine kleine Hütte, hast du das gesehen? Oder Klo. Ist ein Klo. Ist ein Scheißhaus. Sein könnte, dass man hier was versteckt. Kate Moss. Wie kommst du jetzt auf Kate Moss? Keine Ahnung. Die ist doch so dünn. Ich weiß, wie die Holz aussieht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Oder wie die aussieht oder was auch immer. Guck mal, von hier aus können wir da noch gut reingucken. Wenn das der General... Moment. Ja, die Tür haben wir auch schon mehrfach ausprobiert. Moment, das Ding steht da drin. Ich hab's dir gesagt, 10.000 Mal. Moment. Oh! Hui! Kann man das aufschießen? Nein. Nein. Das Ding steht da drin. Können wir da vielleicht reinschießen? Ja, was soll ich da reinschießen? Ich muss an den Generator da. Mhm. Das heißt, ich müsste von da rum hier rüber. Aber mit Benzinkanister. Guck mal die Kiste da an. Da kannst du nicht draufsteigen, ne? Ja, aber ich komme nicht auf den. Ich komme nicht auf den. Schrott. Schrott, sage ich. Ich kann mich doch nicht am Maschendraht festhalten. Naja, Jacke drüber hauen. Ich bin Grobi aus der Tonne. Weil ich muss ja das Ding mit Sprit befüllen, ne? Ja. Und dann kann ich erst da rein. Und von da drüben? Ob ich mein Bike stellen? Da hinten. Da wo es fahren. Ja, ich habe ja damit letztes Mal ein paar Zombies platt gefahren. Ah, gutes Timing. Mal sehen, was da geht. Ja, das wird halt. So, mal gucken. Was würdest du bloß machen ohne mich? Jetzt bin ich mal überlegt. Du meintest, ich sollte von da oben. Also hier so. Vorsichtig, Kante und so. Ich würde aber von der anderen Seite machen. Ich muss gerade erstmal den Winkel suchen. Oder. Nee, das ist der falsche Ding. Das ist der falsche. Ich muss auf den anderen. Vielleicht wieder, weiß ich mal, vielleicht vorne. Hier vorne, da. Hier so. Dann noch rein. Das ist. Was machst du da? Der hat nicht gebremst, der ist immer noch gerollt. Der Pimmel. Du drückst Bremse, ne? Was macht der? Rollt weiter. Passiert. Das kann passieren, das ist kein Problem. Nee, aber dann komme ich doch auch so nicht rüber. Der Abstand ist doch so groß. Warte mal eins. Ich kann es versuchen. Ich glaube zwar nicht, aber okay. Es ist nur ein Gedanke, du musst es nicht ausführen. Ich würde hier bremsen. Siehst du, der... Also... Da ist der Weg schmal, das heißt, ich müsste so kommen. Okay. Ja. Ich will von einer Seite rüber, Chef. Hier so zwischendurch fahren. Vor allen Dingen hatten Cat und ich gerade nur einen Gedanken. So, hier ist der Bach, ne? Ach ja. Ich bin mit den komischen Vögeln hin und her gerannt. Und was ist passiert? Richtig, die sind alle wieder neu gespawnt, was wir nicht verstehen.
Nein. Der falsche Winkel. Nein, drin kommst du nicht rüber. Ja, dann lass es. Guck mal, ob alle Türen zu sind. Fest verriegelt. Vielleicht ist da irgendeine offen. Die man vielleicht die Holzwand ja, hat. Den Grundgedanken habe ich ja auch schon gehabt. Weiß aber nicht, ob es so wird. Du bist immer hier zu denen da vorne gehen. Ja, die sind alle zu, weil da kein Strom ist. Ja, ausprobieren. Wenn ich weiter weiß, muss man Sachen ausprobieren, oder nicht? Kann ich das Ding hier irgendwie in die Luft jagen? Hier irgendwie? Steht hier nicht noch so ein Entzündungsding dran? Vor allen Dingen kannst du nicht dein Messer eben hier, nicht aufzukriegen. Weil da ist ja das Ziel der Begierde. Mhm. Also hier bin ich gerade überfragt. Aber echt? Wenn dieser Karl aus der Kiste hier mal, ne? Überlegt. Man könnte ganz simpel... Moment. Man kann das Auto schieben, dein Ernst? Okay, ich sag nichts mehr. Das ist mir jetzt ganz spontan nur aus dem Augenwinkel aufgefallen. Ich hätte jetzt ja gedacht, man müsste irgendwie hochhangen, weil da irgendwie zu viel Dreck ist. Das ist mir jetzt auch ganz spontan nur aus dem Augenwinkel aufgefallen, weil da waren Spuren, ne? Und das, ich habe jetzt eher gedacht, der rammt jetzt das Auto, löst die Handbremse und Auto brettert rein. Mhm. Weil die Tür so lediert aussah. Das war mein Grundgedanke. Der Grundgedanke war jetzt nicht, da steht Viereck. Viereck heißt ja auch meist, öffne die Motorhaube. Wieso lädst du es nicht da rein? Weil ich das Benzin ja, brauche. Okay. Oh Gott. Wo habe ich das hingeschmissen? Das war da vorne. Da ist es. Himmelhilf! Oh, guck mal, Basie. Ja, aber ganz ehrlich, du hast jetzt auch nicht an das Auto gedacht, ne? Ich habe das Auto noch nicht mehr gesehen, weil du immer irgendwo anders hingeguckt hast. Ja, ich bin ja mehrere Optionen durchgegangen, ne? Auto stand aber nicht auf der Liste. Ich hoffe jetzt mal, jetzt habe ich nicht hier irgendwie... Ja, toll, jetzt haben wir noch das schönste Cocktailwetter. Das ist egal. Ein weiter bitte. Ja, ich schaue nur gerade, ob ich irgendwo einen Verlierer sehen habe. Und den haben wir ja auch untergeballert, ne? Mhm. Und nachher kommt, wir haben irgendwo auf der anderen Seite das Ding jetzt irgendwo einen übersehen. Jetzt kommen wir wenigstens mal zu dem Lager, was ich seit längerem öffnen wollte. Grün ist schlecht. Schicht ist gut. Grün ist schlecht ist immer gut. Oh, geil, endlich. Ja, endlich, okay. Was haben wir denn so? Der spricht mir schon aus der Seele. So, normalerweise hast du hier immer Dinger, um was zu verbessern. Dreh ich nochmal? Ja, oder geht's auch noch weiter? Ja. Da ist es. Ja, ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. So, mal gucken. Konzentration, Ausdauer. Ich habe jetzt zweimal Gesundheit gemacht, ne? Mhm. Nutze Neurotechnologie, um deine Konzentration zu erhöhen. Nutze Neurotechnologie. Ich würde mal, so wie die Ausdauer immer schnell weg ist, würde ich mal nochmal Ausdauer machen. Mhm. Oh. Das war ein Schuss. Man weiß ja nicht, was es ist, aber man jagt es trotzdem sich in den Arm. Endlich, ich bin da Stufe 2. Ich kann mir Nitro holen. Yay. Yeah. Das Ende der Welt. Oh, geiles Zeug. Oh, geiles Zeug, ja. Oh. Ein weiterer Nitro-Mikro-Rekord. Sir, wir haben ein Problem. Wir haben eine Menge Probleme, Soldat. Welches meinen Sie? Da kommt noch ein Zug. Der ist bald da. Schaffen Sie die Leute von da weg. Zurück. Rufen Sie die Zentrale. Wir haben keinen Platz mehr. Ich habe Ihnen gesagt, wir brauchen noch ein Dutzend.
Meine Ohren. Ich schätze mal, Züge werden hier so schnell nicht wieder fahren. Meine Ohren bluten. Ah, guck mal, hier habe ich jetzt die andere Waffe drin. Die Waffen, die ich gekauft habe, ne? Die sind dann in den Waffenschränken. Aha. Sehr schön. Gut zu wissen. Vorräte erhöht. Habe ich wieder... St. John, hier ist Copeland. Ja. Manny sagt, er hat etwas für dein Bike. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Punkte habe. Wenn doch, komm vorbei. Wird sich lohnen. Copeland Ende. Ich gehe mir das Nitro kaufen. Er macht das. Es hat auch lange auf unseren kleinen Namen gewartet. Boah, endlich, ey. Wie lange habe ich an diesem Camp rumgegeiert? Ja. Hat er das Camp angegeben? Nein. Das ist das falsche Camp. Ich muss da unten hin. Dann fahren wir da unten hin. Camp Copeland, da muss ich hin. Schnauze, Zombie. Schön, dass die Cat noch als Navi fungiert. Über das Leichenlager rüber. Oh, schön. Aber man kann sie besiegen, das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, aber ich war jetzt besser ausgerüstet als in den letzten Parts. Ja. Definitiv. Obwohl ich nur was an der Waffe geändert habe. Was sind das für blaue Köpfe? Ah ne, das waren die Bärenfallen. Ich habe Hilfe. Und mit Nitro dürfte ich dann auch über die anderen Basen erreichen. Arbeitest du jetzt als TomTom? Bitte links. Da liegen die Schweine immer noch. Mich wundert es, dass die noch keiner gefressen hat. Bitte rechts halten. Nicht eingezeichnet. Mal wenigstens sehe ich mein anderes Camp. So. Leistung. Endlich. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Muss man dann auch nochmal reparieren, ne? Mhm. Pack das für dich ein. Dann haben wir vielleicht von Mote noch was Neues? Nein. Okay, ich hätte sein können. Ich gehe erstmal den Scheiß verkaufen, den ich jetzt habe. Okay, bis zum nächsten Mal. Händler. Wie geht's dir? Küche. Hey, Damon. Wo ist denn der? Ah, hier, Beute. Du bist zurück. 80 mal 5? Hey Jazzy, wie läuft's denn so? Hey, gut gemacht. Das ist alles für heute. Alles klar. Ist ja nix. Hey, Deke, hör mir mal wie zu. Geht's dir? Hey Damon, wie läuft der Waffenhandel? Hey, wie läuft der Waffenhandel? Überhaupt nicht gut. Taschen wollte ich noch, ne? Mhm. Wir sind pleite! Offiziell. Mehr oder weniger. Aber jetzt kann ich mehr Sachen in dem Motorrad liefern. Liegen. Legen. Oh, sieht aber besser aus als vorher. Okay. Yay! Hey, komm vorbei, wenn du irgendwas brauchst, ja? Das ist ein Tank und Co. Mein erster. Na, reparieren kann ich ja so. Ja. Das kostet mich ja nichts. Und Sprit finde ich ja auch so. Für nicht zu sehen. Hey Damon, was macht das Leben? Was wäre mir jetzt wichtig? Sturmgewehr wäre mir wichtig. Darf es sonst noch was sein? Gute Wahl.
Wir sind Platte. Jetzt sind wir offiziell Platte, ja. Wie teuer ist denn so ein Ding hier? 100. Okay. Ja, egal. Egal, jetzt haben wir erstmal wieder fürs MG. Hat der hier noch einen Job? Job verfügbar. Na, das hört sich doch gut an. Wieso sieht der aus wie Wendler? Weg. Keine Ahnung. Gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cop. Ich habe zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp, nicht? Hier, in der Cascade Wilderness. Oh, Ripper, hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cop? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. So, Ripper Camp. Das müsste das hier sein. Ja. Ja, ein Stück gerissen. Darüber habe ich ja gerade gelesen, wo ich noch die Quest durchgeguckt habe. Okay. Ja, dann machen wir das nochmal jetzt zum Abschluss der Folge. Damon, wie geht's dir? Na gut. Mal um. Ey, die Jungfrau ist auch kein D-Zug, ja? Ich kenne einen D-Zug. Der spielt, rennt mit einer Kettensäge rum bei DVD. Obwohl, der wurde eher von D-Zug gekündigt. Oh Mann. Was denn? Der geht doch immer auf die Schmitzkatze. Ich rede nicht von Rupert. Oh, das schöne Wasser. Mr. Pets. Cheeseburger. Nur noch zwei Flinten. Hallo? Na los. Gerade nach. Scheiße, ey. Waffe wechseln. Ui! Hast du mein Bike umgeschmissen? Mann gegen Mann! Oder Mann gegen Bär. Ui! Oh. Wow, der Geschlag ging an dich. Alter, ich hab deutlich zu lange Finger. Ich spiel ich mit meinen Fingerspitzen. Hey, renn doch nicht weg. Der rennt nicht weg, der holt Anlauf. Geht doch. Hm. Kann man auch wieder verkaufen. Ja, ja. Kann man auch wieder verticken. Haben wir jetzt eher genug Muni noch für? Boah. Die rennen ja eh da noch mit, sag schnell, Muni rum und Co. Mhm. Also von daher. Ich war aber lange nicht mehr jagen und die Teile kann man ja alles verkaufen. Ja. Ein Bärchen. Okay. Ja. Das ist ziemlich aus dem Stein. Bist du wach? Oh. Boozer. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Ich
Ich sagte, okay, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Boozer. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich mir. Ripper, dicken Ende. Okay. Das heißt, ich muss... Teilverrückte abgeknallt, ja. Aber ganz ehrlich, ich erledige jetzt lieber Jobs im Moment für den, ne? Als für das andere Camp. Ja. Da habe ich im Moment keinen Bock. Alter. Gegnerisches Camp. Okay. Oh, da redet noch einer. Oh, Munition. Okay, ist jetzt kein. Hallo, wo seid ihr? Auch da unten kommt er. Also auf Distanz ist die Waffe echt nichts. Viel Spaß. Ernsthaft nicht? Willst du hinabsteigen? Dann steig hinab! Schon viel besser. Durchgeknallte Arschlöcher, was wollt ihr hier, ha? Du bist verirrt. Bleib hier. Wo seid ihr? Du Ripper-Bastard! Hier ist ein verdammter Weg! Muss ich eine bestimmte Anzahl töten, oder? Ich glaube alle, oder? An wie ein Zombie. Aber ich sehe keinen. Nein, sie sehen ja aus wie Zombies. Da oben ist einer. Da ist noch einer. Das sind sogar zwei. Jetzt hab ich dich. Ich dich auch. Jetzt wisst ihr was? Das werdet ihr büßen. 5 von 8. Da war der aus. Da, ups, da war noch einer. Hm. Da rennt einer. Schau lieber hinter mir immer. Da hinten. Gottverdammter Ripper! Ja, hier ist auch noch eine Trap. Soundfallen. Das sind ja überall Bärenfallen. So wie bei DBD und der Trapper? Ja. Ja, okay, da geht man ja auch nicht das Bein, ne? Nicht unbedingt. Also der Trapper, der ist scheiße überhaupt. Ich glaube, der sollte mal ein bisschen mehr Geld in sein Ding investieren. Jetzt sind 7 von 14. Das sind bei den richtigen... Heilung kommen.
Au! Okay, da hat wohl irgendjemand irgendwas geschmissen. Hä? Wo kommt der denn her? Viel Spaß, den ganzen Scheiß normal. Och, nö. Oh mein Gott. Oder? Usman, bist du wach? Bose. Ja, Dick. Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Ich sagte, du sollst dich ausruhen, verdammt. Hör zu, ich bin unterwegs nach Separation Meadow. Cope sagt, da oben ist ein Ripper-Camp. Ripper? So weit im Norden? Ja, Buse. Was zur Hölle ist mit denen los? Alkai meint, die Ripper wären hinter uns her, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Was zum Teufel? Wie ist das möglich? Ich meine, sicher, ich habe meinen Teil Verrückter abgeknallt, aber ich hab's nie übertrieben. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das dachte ich mir. Ripper. Das kriegen wir noch hin. Ende. Ich glaube nicht, Schatz. Da sind sie. Oh. Teil kann ich ja schon mal von hier oben. Zwei habe ich schon mal von hier oben. Drei. Oh, danke. Ich nehme doch gerne immer dieses Rasiermesser scharfe Ding. Weil der von da hier oben kriegt. Aber. Wow, wir waren einfach keine Ahnung. Ja, ich, sorry, ich bin gerade in der Schießerei. Leute, bitte merkt ihr euch das? Kein scharfes Stück. Scharfe Schnitzel, du. Nee, die sind vorbei. Na toll. Lass uns auf der Couch pennen, so. Wow. Hey, ich höre irgendwo immer was. Als ob irgendwo ein Zombie wäre. Ist ja schrecklich. Ist eine Horde. Wehe. Davon habe ich die Schnauze voll. Weil du ziehst mit 10 Meter über den Kopf, aber das ist ja. Spiel. Spiel nur weg. Werf die Rohrbombe! Okay, 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 die waren das. Renn, du Arschloch! Alter. Warum sagt mir denn keiner, dass ich stehe? Du stehst? Ach gut, dass du das sagst. Hätte ich ja gerade gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, das wäre Absicht. Nein. Entschuldigung, ich tue dir nicht sagen. Du warst ja mitten im Kampf. Komm her, du Schnüffelstück. Da müssen noch zwei sein, ne? Mach sie fertig! Ich arbeite dran. Drei, nee, zwei, eine. Vierte. Eine Flasche weg. Nein, das war die Tischkante. Echt? Okay. Ja. Interesse an Ripper Camp. Abgeschlossen. Da kann man wenigstens mal bei Camp Copeland ein paar Punkte sammeln. In Stücke gerissen. Ja, das haben wir so. Jetzt geht es erstmal noch ans Looten. Rauchbombe. Vorsicht, Cope. Es ist erledigt. Die Ripper hier oben werden niemandem mehr Ärger machen. St. John, hört sich gut an. Ich habe neulich mit Manny gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, wie sehr du dem Camp hilfst.
der Bahn, Schrott. Hä, hey, irgendwo ist hier noch ein Zombie. Vorsicht. Schade. Das sind nur mit Dosen. So eine Art, Frühwarnsystem. Ja. Hast du einfach ein paar Dosen dran geklimpert, ne? Ja, das kenn ich von Fallout. Gibt's das da auch? Ja, da hast du an Ketten, die von der Decke hängen, hast du da, Ach, Moment. Du machst dir den Krach. Du kannst bei den Viereck gehen. Okay. Okay. Es bildet sich eine Blutpfütze in der Luft. Da war noch was zum Looten. Könnte nützlich sein. Weil da einer liegt. Da liegt noch einer. Ja, das sind die, die ich glaube ich von oben abgeknallt habe. Ja. Aber kein Bunker. Schon ein bisschen Schrott. Da liegt auch noch einer. Rückenkratzer für for the win. Liebe dieses Ding. Also bin ich weggeschmissen. Rücke und so. Kommt bei einem Umzug mit. Ja, definitiv. Das Ding ist geil. So, dann gehe ich mal zurück zu meinem Bike, ne? Ja. Weil ich glaube, das war's hier. Falsch rum. Hm? Da vorne. Moment. Ja, ich glaube nicht, dass sie die Muni haben, die ich brauche. Mir fehlt das MG. Ja, mein Motorrad war da vorne. Ja. Ich habe mich gerade ein guter Bootsplatz so lang gerannt. Yippie! Oh. Yippie! Scheiße. Wird das neblig? Oh oh, sind wir jetzt beim Mist? Was ist denn da? Auch wieder ein Neo-Ding, oder? Sieht zumindest dann aus. Nee, war das ein Lager? Hier war ich doch schon mal. Ganz am Anfang des Spiels. Dick, bist du da? Hast du das Ripper-Lager gefunden? Ja, Boozer. Ich hab's gefunden. Meinst du? Aha. Meinst du, die haben uns hier oben gesucht? Keine Ahnung, Boozman. Ich hätte ja gefragt, wenn sie nicht versucht hätten, mir die Augen auszustechen. Hm. Tut mir leid, Bruder. Ich hätte bei dir sein sollen. Hier ist was. Klar, Mann. Ja, ich weiß. Die Ende. Was los? Ich habe was gehört. Ich auch. Feuer! Feuer! Ja, Schüsse. Komplett an Deacon, Sanjay. Deek, bist du da? Hey, Cope. Lass mich raten, du hast einen Job für mich, ja? Okay, ich komm rum, sobald es passt. Deacon Henry. Okay. Wo kommt die her? Was macht ihr? Warum sind die hier? Zweimal Schrott. Keine Ahnung, was hier treiben. Weil das Lager habe ich doch schon mal gesäubert. Lappen, im Winter voll. Und wieder mal komme ich auf die Tasche. Tasche. Taste. Taste. Tasche. Ja. Okay. Ich gehe mein Bike aufhören. Was mit den kleinen Zuckerding, da warst du schon. Da war ich schon. Okay. Das ist so ganz am Anfang des Spiels gewesen. Relativ an Anfang. Ich weiß gar nicht. Wir später noch ein Kälchen. Ja, mach das. Ja, wir sind aber auch schon wieder bei 40% des Spiels. Deswegen, ups, falsche Taste. 40 Minuten. Man merkt, ich bin auch schon heute durch. Ich mache jetzt hier erstmal Feierabend. Die liebe Kat, glaube ich, auch. Sie macht sich jetzt ein Käsebrot. Morgen geht es ja nochmal weiter mit ein, zwei Parts zum Vorproduzieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und reingehauen. Ciao, ciao. Bis dann.